Moin Leute, ja, es ist wieder soweit. Ich werde gleich mal den nächsten Zutatenwunsch ziehen. Und es ist Wonnchen. Tolles Rezept, werde ich mal ausprobieren. Leider weiß ich nicht mehr, worunter das geschrieben wurde, aber Dankeschön. Magst du eigentlich asiatisches Essen? Ja. Wenn ja, würde ich mir was Asiatisches mit Linsen und Mango wünschen. Okay, Wonnchen, dann gibt's demnächst wohl ein asiatisches Gericht mit Linsen und Mango. Okay, für euch dann wieder bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss. Willkommen zurück. Ja, Wonnchen wollte etwas Asiatisches mit Linsen und Mango haben. Und ich habe als erstes gedacht, da könnte man einfach ein Linsen-Mango-Curry draus machen. Ja, das erschien mir aber irgendwie ein bisschen zu einfach. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein klassisches indisches Gericht zu nehmen und das dann in einer Soße so ein bisschen abzuwandeln. Und zwar ein Khichdi. Khichdi kenne ich eigentlich größtenteils zum Frühstück. Das ist ein Brei aus Basmati-Reis und roten Linsen, der ziemlich mild gewürzt wird. Da kann man sich dann selber alle möglichen Gewürze und alles Mögliche ranmachen. Ich habe zum Beispiel immer gerne Muskatnuss, Chili und einfach ein bisschen Gemüse mit drunter gehoben. Viele haben das aber auch mit Joghurt gegessen und deswegen würde ich gerne aus der Mango eine joghurtähnliche, etwas säuerliche Soße dazu machen. Okay, los geht's. So, dann braucht ihr eine halbe Tasse Basmati-Reis, die könnt ihr schon mal in ein Sieb geben. Und eine halbe Tasse rote Linsen. Und ja, ursprünglich kenne ich das Rezept eigentlich mit gelben Mungbohnen, aber mit roten Linsen geht das einfach ein bisschen schneller. Und mit kaltem Wasser könnt ihr jetzt die beiden schön durchspülen, bis das Wasser, was unten rauskommt, so ein bisschen klar ist, dass quasi die ganzen Trübstoffe so ein bisschen rausgespült werden. So, und das könnt ihr jetzt erstmal stehen lassen und abtropfen lassen. Dann braucht ihr zwei Tomaten, aus denen ihr erstmal den Strunk entfernen könnt. Und die könnt ihr dann ganz einfach halbieren, vierteln und in kleine Stücke schneiden. Dann braucht ihr einen großen Topf, den ihr schon mal anheizen könnt. Da gebt ihr dann schon mal 2 Esslöffel neutrales Öl rein. Und außerdem 1 Teelöffel Senfsaat. Da könnt ihr jetzt entweder schwarze nehmen oder auch gelbe. Und die könnt ihr jetzt erstmal ein bisschen anschwitzen, bis sie anfangen zu springen. So, und sobald die anfangen zu springen, könnt ihr 2 Teelöffel Kumin dazu geben. Sowie eine kleine Prise Curryblätter. Als eine Alternative auch Lorbeerblätter. 1 Teelöffel gehackten Ingwer. Einen halben Teelöffel Asafoetida und ganz schnell auf die Tomaten. Asafoetida wird von den yogischen Köchen übrigens als so etwas wie Zwiebelersatz genutzt. Und ein lieber Kollege sagt da immer ganz liebevoll Antipupspulver dazu. Deswegen, ja, merkt ihr wahrscheinlich schon, welche Wirkung das haben soll. Dann könnt ihr die Linsen und den Reis dazu geben. Und gleich 4 Tassen Wasser. Dann kommt jetzt noch 1 Teelöffel Kurkuma dazu. Und außerdem 1 bis 1,5 Teelöffel Salz. Dann könnt ihr den Herd auf mittlere Hitze schalten und den Topf mit einem Deckel abdecken, aber sozusagen nur ankippen. Und jetzt muss das Khichdi ca. 30 Minuten vor sich hin köcheln. Und ja, ab und zu solltet ihr auf jeden Fall umrühren, damit das nicht anbrennt. So, von der Mango braucht ihr jetzt ca. 200 Gramm. Ihr könnt sie aber zuerst mal schälen. Und da es eine kalte Soße wird, die wir jetzt einfach nur im Omniblend mixen werden, könnt ihr die Mangostückchen da auch gleich reingeben. Zusammen mit 50 Gramm Cashews, einem halben Teelöffel Kardamom, den Saft einer Zitrone, allerdings nicht alles, also ihr könnt so ungefähr 2/3 davon nehmen. Der Rest kommt nämlich nachher noch ins Khichdi.
Zucker, ein Teelöffel Kokosöl. Und das Ganze wird jetzt schön gemixt. Beim Omniblend stelle ich jetzt zweimal 90 Sekunden ein, also dass das so richtig schön fein ist am Ende. Ja, und dann habt ihr eine richtig schön feine, dickliche Soße. So, nach einer halben Stunde sollte das Kimchi eigentlich schon recht gut eingekocht sein. Und schon ziemlich dick sein und auch schon ziemlich leicht ansetzen. Ihr könnt das jetzt unter Rühren noch ein, zwei Minuten weiter köcheln lassen. Oder ihr macht die Herdplatte einfach aus und lasst das Ganze dann noch ein paar Minuten auf der Herdplatte stehen. Dann könnt ihr jetzt auch den Schuss Zitronensaft, den ihr übrig gelassen habt, reingeben und kurz mit unterrühren. Das soll nochmal die Verdauung der Linsen erleichtern. So, und damit ist euer Kitscheri im Grunde fertig. So, das ist jetzt wie gesagt die ziemlich milde Variante. Und ihr könnt da zu Hause mit den Gewürzen noch rumprobieren, wie ihr möchtet. Wie gesagt, mit Chili habe ich das immer ziemlich gerne gegessen oder einfach dann gekochtes Gemüse dazu. Und schon habt ihr ein super gesundes Mittagessen oder halt Frühstück. Ja, mal probieren. Lecker. Also wirklich super lecker, besonders mit der Soße, die so ein bisschen fruchtig, säuerlich ist. Und mit dem leicht würzigen Kitscheri zusammen finde ich das ja einfach so schon perfekt. Also wenn ihr das in der Kombination esst, dann ja, müsste das zumindest was meinen Geschmack betrifft nicht mehr nachwürzen. Das würde ich dann nur machen, wenn ich wie gesagt noch Gemüse dazu habe oder irgendwas anderes. Aber so ist es, finde ich, schon ja, wirklich rund und ja, einfach lecker. Ja, vielen Dank an Wonnchen für diesen tollen Zutatenwunsch. Und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, dann schreibt mir die unbedingt in die Kommentare. Also 2 bis 3 Zutaten und dann kommen die sofort in die Losbox. Ja, ich werde gleich mal den nächsten Wunsch ziehen und euch wünsche ich erstmal viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!